Juhu, Polizeisimulator 2, willkommen, hallo. Das ist wohl der Nachfolger von Polizei 1, wer hätte gedacht. Und das Ganze habe ich hier leider nur auf Englisch ergattern können, anders war das nicht zu bekommen. Das macht aber nichts, denn wir gehen einfach hin, gehen erstmal auf die Einstellungen und sagen, hi, ja, ist wunderschön, ist toll. Tutorial off, neues Profil, Toni. Continue. Wir wollen, ja, halt die Fresse, komm, ist mir doch egal. Neue Karriere. So, laden. Los geht's. Guck mal, was es denn für Neuerungen gibt. Ich bin mal gespannt. Ich denke, es ist genauso scheiße wie vorher auch. Aber man kann sich ja mal überraschen lassen. Vielleicht ist er jetzt viel besser, ja. Vor allem der Ladescreen, der lädt schon mal doppelt so lange. Das ist schon mal doppelt so gut. Ja. Ja. Okay, bei 82% bleibt er hängen. Das ist auch ein neues Feature. Junge, jetzt lad doch weiter. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Bei 99 bleibt er nochmal hängen. Das Ganze bei 3 FPS. Ready. Start scheiße. Los geht's. So, sieht doch aus wie vorher auch. Sieht eigentlich aus wie der erste. Warum steht eine 2 im Titel? Ich weiß es nicht. Wir möchten, wie ging das nochmal hier? Laufen, ja? Nee. Laufen. 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 Ja, laufen. So. Gehen wir mal zu unserem Polizeiwagen. Ich würde sagen, dafür müssen wir erstmal raus. Mission. Rest Dealer. Ne, das ist ein Aufzug. Das ist doch falsch. Ich will raus. Da geht's bestimmt raus. Geht's da raus? Ich hoffe das für euch. Weil wenn ihr jetzt noch langsamer lauft. Ah, mit Shift kann man natürlich rennen. Das ist ja fast wie bei jedem Spiel. Aber erstmal gehen wir auf die Herrentoilette mit der Dame. Geht nicht. Na, super. Können sie gar nicht aufs Klo gehen. So, raus. Raus! Raus! Ja, fein machst du das. So, wo ist denn jetzt unser Wagen? Wir haben keinen Wagen. Ich würde sagen, wir scheißen erstmal auf Mission. Wir blitzen jetzt erstmal hier und stellen mal unser Gerätchen auf. So, zack. Zack. Hallo, zack. Gut. So. Wir beide verstecken uns dann heimlich hier hinter dem Mauervorsprung. Und da kommt doch direkt ein Lambo. Ein grüner Lambo. Ja, der ist doch viel zu schnell. Das sehe ich direkt schon. Hol ich mal die Waffe raus. Geht nicht. Ah, Pfefferspray. Walkie-Talkie. Bla, bla, blub. PDA, ja, das kennen wir doch noch. So, gut. Wir haben jetzt schon mal die beste Stelle zum Blitzen ausgesucht. Hier kommt nämlich kein Schwein vorbei. Das ist immer schon mal praktisch. Ja. Gucken wir mal hier oben rein. Also, wir sollen, Dealer festnehmen, ne? Und wir haben keine Emergency-Rufe. Schön. Finde ich positiv. Gefällt mir. Jetzt haben wir einen Emergency-Call. Das finde ich ja nett, dass du uns das mitteilst. Danke für die Information. Weißt du was? Geht mir am Arsch vorbei. Wir kontrollieren jetzt mal hier mit unserem PDA. PDA. Ja, hallo? Gut, der ist boring. Vielleicht ist ja auf unserem Polizeiparkplatz ein geklauter Wagen. Das wäre vielleicht ganz cool. Ach ja, da stehen auch unsere Wagen. Können wir denn hier mit so einem geilen Zivilwagen rumfahren? Da wäre doch mal was. Ja. Also, nee, okay. Wir haben ihn nur überprüft. Was kann denn... Okay, den Wagen können wir nicht überprüfen. Ja gut, dann machen wir das auch nicht, dann steigen wir mal da ein. Geht nicht. Ja, warum denn nicht? Geht doch wohl. Ja, erzähl doch keine Scheiße. So. Los geht's also, den Blitzer lassen wir einfach da stehen. Oder fahren mal um, aber er ist schon abgebaut. Ja, interessant. Blinken tut er auch. Vor allem ist der Wagen von der deutschen Polizei. Das ist auch schön, dass der Polizeiwagen deutsch ist. So, wir fahren über Rot, wir dürfen das. Kein anderer darf das und wir sagen dem Kollegen hier mal hallo. Sollen wir mal ran? Oh. So, ups, sorry. Halt die Fresse, heißt das. So. Richtig. Du hast nämlich Scheiße gebaut, deswegen wirst du jetzt direkt mal verprügelt. Geht nicht, schade. Dann wirst du angekettet. Oh, das war aber nicht so gesund. Ja, ist mir egal. So. Und du bist unschuldig. Gut, dann fahren wir weiter. Haust rein, ne? Einsteigen. Und weiter geht's. Wir kramen jetzt hier den PDA raus. Oh, 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 der sieht aus wie ein Dealer. Ja, das ist doch mal was.
So, ja, ups, sorry. PDA. Ah, der fährt sogar rechts dran. Okay, der ist unschuldig. Was kannst du? Du bist auch nicht relevant. Ja, Freunde, wo seid ihr denn? Du bist auch scheiße. Du bist der größte Homo. Du hast den Arsch offen. Und du? Wie und du? Hallo? So eine langweilige Kacke. Kann ich mal irgendein ein Typ dabei sein? Ja, du, dich hat man ja schon hier. Hm. Gut, okay. Dann würde ich sagen, ist hier keiner schuldig. Das werdet ihr noch alle bereuen. So, ab in den Wagen. Weiter geht's. So, zack. Yo, yo. Hier fahren wie so eine Sau, ne? Handbremse. Geht nicht. Schade. So, wer sieht denn hier aus wie ein Dealer? Da oben haben wir einen Pfeil auf der Karte. Ich würde sagen, da fahren wir einfach mal hin. Ach, wir haben ja auch einen Pfeil hier auf der Karre. Dann kümmern wir uns jetzt doch mal um den Auftrag. Und da der ja wichtig ist, werden wir direkt mal hier Sonderrechte in Anspruch nehmen. Vor allem, damit wir dann über die roten Ampeln fahren können. So, macht ihr denn alle auch schön Platz, ja? Nee, du nicht? Dann fick dich doch. Mein Gott, ey. Die fahren ja alle Wagen, als hätten sie Cash ohne Ende. Aber sind dann doch wieder zu blöd zum Platz machen, ne? So, ich fahre ja gerade außerhalb meines Reviers. Das ist dumm von mir. Dann würde ich sagen, fahren wir mal zurück. Hier einmal die tolle gebogene Straße rauf. Und du siehst so aus, als hättest du Dreck am Stecken. Ja, du siehst ziemlich so aus, als hättest du Dreck am Stecken. Dann gucken wir direkt mal nach. So. Gut, du bist wieder unschuldig. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Was? Also, okay. Ja, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Dann kriegst du noch auf die Fresse. Ne? Du bist erschossen. Na, geht auch nicht. Hm. So, Silent, Arschloch, hast du Alkohol getrunken? Hä? Hast du Alkohol getrunken? Ja, dann blas mal. Hallo? 0-0. Gut. Was machen wir jetzt mit dir? Wir müssen dich abtransportieren. Wie ging das denn nochmal? Vielleicht kann die Susan das. Ne, die Susan kann das auch nicht. Kann die Susan sich denn erschießen? Ne, kann sie auch nicht. Die kann dich aber pfeffern. Will sie aber nicht. Schade. Gut, bleibst halt da stehen, ne? Wartest du mal. Vielleicht kommt ja einer und holt dich ab. Vielleicht auch nicht. Ist mir eigentlich recht egal. Wir fahren in die falsche Richtung. Hm. Das ist blöde. Drehen wir mal um. Drehen wir mal um. Drehen wir mal um und fahren. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. So. Zack, zack. Los geht's. Wo sind wir denn? Hier ist ein rotes Ausrufezeichen. Ja, ups, Busch, Schild, nochmal Schild, Busch, ach Junge, was hast du denn für einen Polizeiwagen, der nicht von durch Büsche kommt? So, und wo ist der jetzt, da oben drauf oder was? Na super, ist doch eine Bahntrasse. Wow, 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 Kamera chill. Ist der da drin? Das ist bestimmt der Bauarbeiter da vorne, seht dem schon an. Der hat bestimmt ordentlich Scheiße gebaut. So. Und du läufst zurück hin und her über die Straße. Das macht dich schon mal sehr verdächtig. Verdächtig. So, gucken wir mal rein. Der ist ganz normal. Und der hier, der ist wieder alles schuld. Ich würde sagen, machen wir ganz easy. Verhaften wir euch beide. Ihr bleibt einfach mit auf der Straße stehen und wenn ein Auto kommt, kann das euch mitnehmen. Wir stellen noch einen Blitzer auf hier. Okay, geht nicht mitten auf der Straße. Schade. Vor allem wird von da oben niemals einer kommen. Das ist doch ein Job für eine Polizistin. Die blitzt dann nämlich hier. So. Haben wir alles weitere vorbereitet. Viel Spaß, Freunde. Viel Spaß. So, ist der geklaut? Ist der geklaut? Nee. Oh, ist ja boring hier. So, was haben wir denn hier? 0 von 2. Ach, schade. Ist ja blöd. Ist ja blöd. Hm. Was sagt uns denn das Ausrufezeichen? Da würde ich gerne mal wissen. Vor allem, wo ist der denn jetzt da oben drauf? Kann doch nicht sein. Das ist ja, ach, immer diese Steuerung, der lenkt ja mit der Maus, oder wie war das? Ne, ich weiß es nicht mehr. Lenkt er auch mit der Maus? Ja, er lenkt auch mit der Maus. Super.
So. Der sieht auch geklaut aus. Ist ja wieder spannend. Ja, wunderbar. Wie, jetzt fährt der weg. Du kannst doch nicht wegfahren. Hallo. Hallo? 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 Hilfe! Der haut ab. Soll der das? Ich glaube, der soll das nicht. Oder wir fahren mal hinterher. Gucken, ob wir irgendwas reißen können. Nö. Ah doch, da hinten ist er. So, Vollspeed. Ist immer noch langsam. Macht ja nichts. Jetzt schleicht er hier den Berg rauf. Okay, 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 okay. Er ist links abgebogen. Ich habe es genau im Blick. Ich habe es genau im Blick. So, Gegenspur. Kein Problem. Da ist er. Fährt wahrscheinlich wieder zurück zur alten Stelle. Ja, Verbrecher kehren immer zu ihrem alten Tatort zurück. Bleib da mal stehen, du Opfer. Du bist betrunken, ne? Ups, Entschuldigung. Das werden wir direkt mal überprüfen hier, Kollege. So. 1,4 Promille. Ja, da darfst du aber nicht mehr. Oh, hör mal. Ja. Ja, jetzt geht's aber los hier. Pfefferspray. So, Pistole. Ah, schade, geht nicht. Och, Mann. Ich wollte ihn was verprügeln. Ist ja gut. Nimmst du ihn jetzt fest, oder was? Hallo? Hallo? Geht nicht. Gut, der ist also jetzt bedient. Auf jeden Fall Kohle einkassiert. Macht ja nichts. Lass mal den Mann an Steuer. Ja, brauchst gar nicht so ankommen hier. Hör doch mal auf, mit der Maus zu lenken. Scheißspiel. Hinten ist natürlich der grüne Wagen abhanden gekommen. Macht aber ja nichts. Hier ist immer noch das Ausrufezeichen. Wir steigen mal aus. Wir kontrollieren hier mal die stehenden Fahrzeuge. Vielleicht haben die ja auch wieder Dreck am Stecken. Ne, gut. Jetzt können wir nicht mal mehr laufen. Das ist auch mal gut. Aha. Ja. Okay. Laufen geht also nicht mehr. Was sagen wir dazu? Können wir wieder in den Wagen steigen? Ja. Gut. Fahren können wir noch. Sehr schön. Finde ich positiv. Macht was her. Ja, das Spiel ist immer noch genauso langweilig wie vorher. Es passiert nämlich einfach überhaupt nichts. Entweder man hält sich an die Scheiße. Halt die Fresse. Ja, oh, 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 oh. Ja, deine Mama. Entweder man hält sich an die Mission oder man lässt es sein. Beides ist eigentlich unspannend. Und genauso unspannend ist es zum Beispiel, unbeteiligte Bürger zu überfahren. Denn das war vorher der Grund, hier die Missionen abzubrechen. Versuchen wir es mal. Ah, jetzt laufen sie weg. Nee. Du kommst mir nicht so einfach davon, Madame. Ja. Yeah. Wunderbar, dann sagen wir yes. Wir sagen, wir sind raus aus dem Gameplay. Das Spiel schmiert sowieso ab. Ne, es ist im Ladescreen. Sagen wir bis demnächst und haut rein.